Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, heute haben wir ganz was vor, aber zuerst möchte ich mich nochmal entschuldigen. Ab Freitag sollte es eigentlich einen Stream geben. Ich habe das Live-Event auch schon rausgebracht, doch dann gab es WLAN-Probleme. Ich habe einen Mod eigentlich beauftragt, in das Live-Event reinzuschreiben. Dass es also nicht funktioniert wegen technischer Probleme. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob er es gemacht hat, aber falls nicht, dann wisst es jetzt und falls ihr es schon wusstet, dann jetzt nochmal hier die Entschuldigung von mir. Am Montag wird es dafür, kommenden Montag wird es nochmal einen richtigen Abriss-Stream geben mit Tots Bundesliga-Turnier und allem, was dazu gehört. Also Montag, 17 Uhr, gibt es nochmal einen richtig ordentlichen Stream. Da könnt ihr auch gerne, wenn ihr wollt, alle einschalten. So, hätten wir das jetzt auch mal geklärt, aber erstmal, bevor wir hier mit dem TOTS-Event reingehen, hier noch das, die Tagesboni-Packs. Vielleicht haben wir ja gleich mal Pack-Luck. Ah, im ersten ist kein Startspieler drin. 77er Assalé. Nächstes Pack, haben wir da vielleicht mehr Glück? Nee, haben wir leider auch nicht. Leider auch nur ein 73er. Okay, leider hier nichts Gutes gezogen. Und dann gehen wir hier rein. Team of the Season. Ich habe schon gespielt. Ich habe jetzt 400 Punkte davon und so. Aber hier Bundesliga. Die Spieler sind an sich alle ganz nice. Aber ich wäre wahrscheinlich auf keinen Sparen und so. Denn ich speiere hier immer noch auf Ter Stegen. Da habe ich, glaube ich, 121 Punkte und so. Weil ich kann halt am Abend nicht spielen. Also hier Jovic wäre ganz nice. Aber ich glaube, ich schaffe keine 200 Punkte mehr. Weil es wird auch noch dauern, ehe ich Ter Stegen habe. Weil ich kann ja mal nachgucken. Bei Ter Stegen, da bin ich jetzt auch nicht ganz so weit. Ja, 121 Punkte und ich brauche 260. Also das wird nochmal ordentlich. Da brauche ich noch. Und ich habe gerade 73. Also, da brauchen wir noch. Aber nochmal zurück hier zur Bundesliga. Die Spieler an sich sind ja alle richtig nice. 98er hier hinten. Ja, 98er Lewandowski wäre zu nice. Zu krass, aber den werden wir. Den kriege ich nicht mehr hin. Den kann ich nicht mehr kriegen. Wegen der 320 Punkte, weil ich mache halt keinen Pay-to-Win. Ja, aber um das hier vielleicht mal ein bisschen zu beschleunigen und vielleicht schon mal einen Spieler zu bekommen, denke ich mir, dass wir vielleicht hier ein, ja, dieses Pack hier öffnen. Also, wir gehen rein, hoffentlich, vielleicht haben wir ja ein bisschen Pack-Luck in diesem Pack hier. Okay, was ist drin? Es ist leider kein Spieler drin. Schade. Also ich glaube, es ist kein Spieler drin. Oder was ist das? Harvard-Splitter. Ja, leider kein Spieler. Wenn da drei verbliebene Gegenstände wären, dann wäre es, glaube ich, ein Spieler. Aber okay. Leider nicht. Und hier können wir dann hier auch noch ordentlich dann durchspielen. Das wird dann richtig nice. Hier 5 haben wir dann, glaube ich. Und ja. Da freue ich mich dann schon richtig drauf. Hier hinten bekäme man dann Witzel, aber so weit wäre ich wahrscheinlich nicht kommen. Und das ist mir auch mal wieder komplett klar. Hier, Witzel, Bundesliga, weil es ja Bundesliga-Tots. Aber daneben Bruno Fernandes. Was hat Bruno Fernandes bitteschön mit Bundesliga zu tun? Also das frage ich mich jetzt echt mal. Was hat Bruno Fernandes mit Bundesliga zu tun? Naja. Also, das soll es auch eigentlich schon gewesen sein. Jetzt gibt es nochmal das Tor der Woche. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Es wird noch ein Video. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon schaffe. Teams bewerten. Aus meinem Club. Also aus meiner Liga. Ich weiß nicht, ob das schon dieses Wochenende noch rauskommt. Wenn nicht, dann wird es irgendwann anders mal an einem Nicht-Upload-Tag so von sonst auch rauskommen. Und ja, dann jetzt hier noch das Tor der Woche.
Bis zum nächsten Mal und tschüss.